It's Rasthütten time again. Oh nein, jetzt rede ich auch noch Englisch. Ja. Landschaft hat sich jetzt in letzter Zeit nicht großartig verändert. Es geht hier halt übers Geröllfeld. Das soll wohl auch noch 4,5 Kilometer sein. Und dann soll Schluss sein mit Geröll. Naja, ich bin gespannt. Überraschung, die Hütte weicht ja doch von den anderen ab. Also hier ist die Tür, es ist diesmal nur eine Tür, nicht die obligatorische Doppeltür. Ofen steht in der Mitte und es gibt hier so eine Sitzbank außenrum. Gefällt mir jetzt ehrlich gesagt bisher noch am besten von all diesen Hütten. Und da oben gibt es sogar noch so ein Gestell, wo man was zum Trocknen oder ähnlichem aufhängen kann. Toll, doch, also die finde ich gut. Sah von außen so aus wie alle anderen. Oha, eben habe ich mir überlegt, es gibt eigentlich noch zwei Dinge auf der To-Do-Liste, die ich noch erledigen muss, bis ich wieder nach Hause fahre, also bevor ich wieder nach Hause fahre. Und zwar A, ein kleines Feuerchen für die Seele und B, wollte ich eigentlich noch eine Runde schwimmen gehen. Jetzt ist das Wetter nicht so wirklich toll, aber vielleicht ja morgen früh. Und deswegen habe ich mir überlegt, bleibe ich an diesem schönen Shelter, an dem ich hier gerade hocke. Und das werde ich euch jetzt erstmal zeigen, weil hier kann ich nämlich beide Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also erstmal die Umgebung. Schön, nicht? Nirk, 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 nirk. Hier gibt es sogar einen Tisch. Habe schon lange nicht mehr an einem Tisch gegessen. Nöck, nöck, nöck. Käfer. Tada! Und dieses wirklich hübsche, tolle Shelter. Also das kann man sich ja besser gar nicht wünschen. Da kann ich mich auch wunderbar reinlegen. Da muss ich gar nicht erst ein Zelt aufbauen. Und wie man sieht, gibt es da auch eine Feuerstelle. Theoretisch gibt es natürlich auch jede Menge Brennholz. Ach, das ist sogar ein Beil. Wow, ja okay, dann werde ich mir vielleicht doch ein kleines bisschen was darunter sägen. Also eigentlich möchte ich ja kein bereitgestelltes Brennholz verbrauchen. Ich suche mir mal ein paar Zweige, aber so ein kleines Stück werde ich mir da glaube ich schon runtersägen und mir ein bisschen klein spalten, dass es ein kleines Feuerchen für die Seele gibt. Aber ein kleines Feuerchen für die Seele. Man muss es nicht übertreiben. Beim Thema Feuer sollte man nämlich dazu sagen, man darf zwar Feuer machen in Schweden. Hier bin ich jetzt im Naturschutzgebiet, hier darf man nur Feuer in vorbereiteten Feuerstellen machen und dafür soll man ausnahmsweise jetzt auch das bereitgestellte Feuerholz benutzen. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgelesen. Also meine Angabe von wegen, ich suche mir noch ein paar Stöckchen, ist gerade hinfällig geworden, weil Feuer machen darfst du quasi nur mit dem bereitgestellten Material im Rahmen eben dessen, dass sie nicht wollen, dass man hier in der Umgebung mit den extrem niedrigen Zuwachsraten an Holz eben da großartig jetzt noch anfängt, das bisschen Holz, was hier wächst, zu verfeuern. Und das wollte ich gerade eigentlich auch erzählen. Generell, je nachdem, wo man sich in Schweden befindet, man hat fast überall irgendwo
die Möglichkeit, in irgendeiner Form ein Feuer zu machen. Man sollte sich es aber trotzdem immer noch mal dreimal überlegen, ob man das wirklich unbedingt braucht. Es bringt einen in der Regel nicht um, irgendeinen Kocher, der mit irgendeinem Mitschleppbrennstoff arbeitet, mitzuschleppen. Spiritus, Gas, Benzin, theoretisch Esbit, aber wer macht das? Aber gut, das bringt eigentlich um, das sollte man dann auch tun, damit man in dieser wunderschönen Landschaft, in der man hier unterwegs ist, auch wirklich so wenig wie möglich irgendwie an Spuren hinterlässt. Fußabdrücke, selbstverständlich, eventuell das eine oder andere kleine Löchlein, was man im Laufe der Tour irgendwo mal schaufeln muss, um da dann noch ein paar zusätzliche Nährstoffe für die Natur zu deponieren. Aber das sollte es dann eigentlich auch wirklich gewesen sein. Also, dass man keinen Müll irgendwo liegen lässt, ist natürlich absolut selbstverständlich. Ich sage es trotzdem nochmal dazu. Und obwohl es wirklich eine solche Selbstverständlichkeit sein sollte, gibt es auch immer wieder Schilder, immer wieder, dass man doch bitte keinen Müll liegen lassen soll. Also es ist offensichtlich wirklich nicht selbstverständlich für viele Leute, die hier unterwegs sind, dass sie ihren Müll vollständig wieder mitnehmen. Und auch hier entdecke ich ein winzig kleines, ja, viel Müll liegt hier nicht, aber da ist zumindest ein Tempo, das so langsam vor sich hin verrottet. Ein vermutlich Kaugummipapierchen und da hinten ist noch ein winziger Zipfel von irgendeiner Verpackung, beispielsweise irgendein Schokoriegel oder was, wenn man da eine Ecke abreißt, um den aufzubekommen, dann hat man halt eben diesen Zipfel. Und diese Zipfel, diese winzig kleinen Zipfelchen, die bleiben gerne mal irgendwo noch liegen und das geht einem schon in so einer Landschaft, da geht mir wirklich jedes bisschen Müll ziemlich auf die Nerven. Ich sammle auch regelmäßig das eine oder andere ein, weil ich das Glück hatte, zwischendurch meinen Müllsack jetzt insgesamt schon dreimal leer machen zu können. Das heißt, da ist so viel nicht drin. Ich habe also durchaus noch Kapazitäten, um hier ein gewisses Maß an Müll mitzunehmen. Ich kann eigentlich mal die Kamera umdrehen, da müsst ihr nicht mich angucken, sondern könnt die Landschaft genießen. Ja, und es ist schon ein wenig ärgerlich, wenn dann wirklich hier irgendwie so ein bisschen was an Müll liegen bleibt. Aber ja, zurück zum Thema mit dem Feuer. Wie gesagt, man darf fast immer irgendwie in irgendeiner Form ein Feuerle machen in Schweden, aber man sollte sich halt auch wirklich auf das beschränken, dass man wenig Feuer macht. Wenn man die komplette Tour schafft, ohne ein Feuer zu machen, ist das auch gut. Aber ein kleines Feuerchen jetzt, wie gesagt, für die Seele. Das werde ich mir jetzt doch genehmigen und werde das dann hier entzünden. Eben weil hier ja praktischerweise A, eine Feuerstelle vorgesehen ist und B, eben tatsächlich auch einigermaßen schnell wachsendes Holz aus einer Region, wo es vernünftig Holz gibt, bereitgestellt wird und man nicht hier so uraltes Kiefernholz verfeuern muss. Dafür ist das wirklich einfach viel zu schade. Die Kiefern, die ihr hier seht, die könnten, also jetzt die hier speziell, die jetzt hier im Vordergrund rumstehen, werden jetzt nicht so wahnsinnig alt sein, aber 100, 200 könnten die schon durchaus locker auf dem Kasten haben. Das ist ganz, ganz schwer zu schätzen. Gerade für mich, der ich mich hier in der Gegend jetzt auch nicht so gut auskenne. 300 wäre theoretisch bei diesem großen Exemplar hier in der Bildmitte. Ja, das könnte schon wirklich auch auf die 250, 300 Jahre wäre tatsächlich möglich. Die Zuwächse sind unglaublich langsam, weil hier die Nährstoffverfügbarkeit im Boden wirklich hundsmiserabel ist. Und daher jedes bisschen Holz wirklich hier aus der Region, das man verbrennt, das ist wahnsinnig schade drum. Das hat ewig lange gebraucht, um zu wachsen. Also, wir merken uns, wenn man ein Lean-To-Shelter errichtet oder irgend sowas ähnliches, dann sollte man immer gucken, dass man die Zune-Seite in Richtung Wind dreht. Nicht andersrum. Das ist schon ein bisschen... Ja, vielleicht dreht ihr der Wind ja auch ständig, das kann auch sein. Jedenfalls, hier regnet es rein. Aber ich habe da hinten noch einen Zeltplatz gefunden. Das heißt, ich muss halt doch das Zelt aufbauen. Mache ich später. Jetzt hocke ich hier erstmal ein bisschen rum. Ein bisschen Feuerholz habe ich schon. Nur warte ich mal, bis der Regen aufhört, dann mache ich noch ein bisschen mehr Feuerholz. Ich habe genug Zeit heute. Ich brauche morgen auch nicht früh loslaufen. Das sind jetzt bloß noch 10 Kilometer oder was. Und zwar angenehme. Laut Buch. Thank you.
Zerzüchtet sind, sind da der einfach die Außenwirkenden. Habe ich von der Birke abgemacht, die beim Brennholz lag. Und den ganzen Stamm. Man darf hier natürlich auch nicht von irgendwelchen in der Wildnis stehenden Birken.